Viel kann Jerome Boateng ja nicht mehr verblüffen. Aber den Spitznamen Kaiser, den ihm Thomas Müller angedichtet hatte, war dann doch ein bisschen viel. Das sei wohl nur ein kleiner Spaß gewesen, sagte der oft etwas schüchtern wirkende Bayern-Spieler. Aber hinter jedem Spaß steckt ein wenig Ernst. Der echte Kaiser Franz Beckenbauer hat Boateng bereits geadelt. Und selbst Matthias Sammer, sonst der nimmermüde Mahner, gerät bei Boateng ins Schwärmen. Von den gesamten Voraussetzungen, von der Stabilität, Champions-League-Sieger, Weltmeister, er ist der beste Innenverteidiger der Welt, das ist einfach so. Boateng beteiligt sich erst gar nicht an solchen Diskussionen. Er macht seinen Job und ist dabei längst zu einer Führungsfigur geworden, der angenehm offen ausspricht, was schiefläuft. Keiner hat die letzten pomadigen Auftritte der Nationalmannschaft so scharf kritisiert. So brauchen wir gar nicht zur EM zu fahren, sagte der gebürtige Berliner. Das Spiel gegen Polen war eigentlich sehr positiv, wo wir dachten, okay, jetzt geht's in die richtige Richtung. Und dann so ein Rückfall. Irland, die erste Halbzeit war gut, fand ich. Hatten wir aber wieder die Chancen nicht genutzt. Und das ist schon in der ganzen Quali auffallend, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen und andere Mannschaften viel effektiver sind. Und das ist, glaube ich, das große Manko. Und wenn wir dann führen, aber trotzdem ein bisschen so nachlässig werden, und das darf einfach nicht sein, da sind andere Mannschaften, vielleicht als Beispiel mal die Italiener, viel abgebrühter, die spielen dann so ein Spiel nach Hause und das müssen wir, glaube ich, lernen. Vielleicht erleben wir derzeit den besten Boateng aller Zeiten. Auf jeden Fall ist kaum einer so unverzichtbar wie er, sei es bei den Bayern oder in der Nationalmannschaft. Und Boateng selbst will den nächsten Schritt gehen, sein Ziel die Kapitänsbinde. In beiden Mannschaften, das wäre ein Traum. Ist nicht, dass ich jetzt darauf hinarbeite unbedingt, aber es wäre einfach eine große Ehre für mich. Ich glaube einfach, dass ich jetzt auch im Alter bin oder auch mich entwickelt habe, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich mag es einfach, auch Verantwortung zu haben, auch mit dem Druck umzugehen, den man beim FC Bayern sowieso hat und in der Nationalmannschaft jetzt gerade nach der WM auch. Und ich glaube nicht, dass das mich belasten würde. Jerome Boateng, seit seinem Wechsel 2011 zu den Bayern, gehört er inzwischen zur A-Klasse des Fußballs. Der Mensch Boateng ist nach wie vor zurückhaltend. Die Marke Boateng aber strebt nach Höherem.